weiter geht's. Ernsthaft, Al, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann ja, hast du das letzte Mal ohne geschlafen? Scheiß. Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry, mir fehlt eine Woche. Chips. Irgendwer hat Alice. Alles weißt ist du einfach, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst. Mein Bär. Ich meine, schon geil die ist Hütte. Eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du warte hier. Laber nicht, Mann. Bist du bei drei für die Klaps, Alter, der redet zu viel. Oh, schön. Ich sag doch Thüringen. Ohne Scheiß, sieht genauso aus. Ich find's cool. Ganz ruhig, Junge, es ist fast geschafft. Rowdy. Hi, Rusty, stimmt's? Sie vermieten Hütten. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber können Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Kein Ding, es ist Bruder. Gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, Hasenzahn, klar. Charlie? Was ist passiert? Hirnlose Wilderer. Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Es ist generell verboten, im Park zu jagen, aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Schlimm, schlimm, schlimm. Im Ernst, Al, du kannst dich nicht einfach boah, warum müssen mich alle immer zulabern, der arme LNA. Totalen Katastrophe. Das Formular, neben Hasenzahn, Charlie. Wo ist denn Hasenzahn, Charlie? Sie ist meine Frau. Wer ist Hasenzahn, Charlie? Können wir später darüber reden? Nein. Keine Ahnung, diese egal. Ganze Sache. Hör mal, du hast dir den Kopf angestoßen. Ich meine, ey, komm schon, du musst doch wissen, dass ich bla, das völlig bla, verrückt bla, 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 wenn du bla, mich warte bla, hier. Bla, 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 warte, genau. Lasst uns Barry pauschen. So, das Formular aushändigen. Gerne. Hier ist das Formular. Bitte. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang. Und ein schönes Plätzchen. Schön. Und wie es aussieht, müssen wir uns da ja Mitternacht mit diesen komischen Typen treffen. Oh, alles wird gut. Ich soll dir glauben, dass du einen gut. Typen erschossen hast. Ups. Und der sich dann in Luft auflöst. Ja, Kumpel. Und die Nacht bricht heran. Das ist doch verrückt, Al. Al? Al! Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie. Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Was? Sonntag. Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Hm. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Was? Sonntag. Und es geht los, Leute. Pass bloß auf, wenn du es mit den Einheimischen zu tun hast. Diese Hinterwälder sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. Das ist also unsere Hütte. Sehr schön, gefällt mir. Kommen wir hier hinten raus? Nein. Ich lasse das Licht mal lieber an. Einfach mal aus Gewohnheit. Oh, sehr schön, das gefällt mir wirklich hier sehr gut. Ich werde mich jetzt natürlich überall gründlich umsehen und einfach um zu gucken, ob wir hier Batterien, Munition und weiteres finden. Alter, und die Musik macht mich schon wieder zu schaffen. Ein Brunnen. Toller Brunnen. Klasse. So, hier ist die Hintertür. Und da kommen wir natürlich nicht rein. Ein Whirlpool. Geil. Kannst du rein? Geh mal rein. Komm, geh mal rein. Geht das? Geil. So, jetzt schön baden mit unserer über 3 Jahre alten Jacke. Ah, hier scheint es nichts zu geben, oder? Ne. Dann würde ich mal sagen, auf geht's. Hier runter, ja. Halte die Stellung. Mach das, Kumpel. Ich beeil mich und versuche so schnell wie möglich wieder zurückzukommen. Oh, da vorne liegt wieder eine Manuskriptseite und wir haben den Kontrollpunkt erreicht. Gibt es hier drinnen noch irgendetwas? Irgendetwas? Munition? Keine Ahnung. Oh, wir haben sogar schon die Waffe dabei. 12 Patronen, wie ich sehe. Leider könnt ihr das oben rechts nicht sehen, weil da natürlich meine hässliche Fresse zu sehen ist. Und ja. So. Das war's, oder? Ja. Ich wusste, ich hätte zur Polizei gehen sollen.
Wäre besser gewesen. Nicht gerade clever von mir, viel besser. Aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Eine Hütte. Gehen wir da mal rein, ja? Alter! Boah, ich hasse Rahmen, ey. Fuck you. Keine Worte. Oh, bitte lass es das gewesen sein, ey. Wenn ich mich schon wegen so einer Kleinigkeit erschrecke. Ist hier noch was? Nee, gehen wir mal rein. Wenn überhaupt, aber es geht. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hat es sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Meine Pläne? Bei Ihnen klingt das so organisiert. Das ist so gar nicht meine. So wollen wir Munition, siehst du? Genau das meine ich. Immer schon umsehen, um zu gucken, ob man was findet. Ach, ja. Ich habe keine Ich will die Atmosphäre genießen. Für alles andere bin ich doch schon etwas zu klein. Alter! Oh, wem sagen Sie das? Kein Sackhüpfen mehr für uns alte Männer. Scheiße. Fuck. Ja, genau, Pat. Aber ich werde mir natürlich die Parade. Alter, ich geh nicht mehr raus, ich mach das Licht an. Und ich bin auch Preisrichter beim Backwettbewerb. Ja, cool. Dafür braucht man ein ganz anderes Training. Alter. Oh ja, das liegt mir auf jeden Fall mehr. Oh, Doc, im Ernst. Sie sind ziemlich gut in Form. Das habt ihr doch gesehen, oder? Den Typen am Fenster? Scheiße. Da bleibt er noch so ruhig, der Alan. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Oh. So klischeehaft. Na gut. Was ist denn jetzt los? Was ist los? Bleib cool. Kacke, die Lampen sind ausgegangen. Kommt doch her, ihr Säcke. Ich nehm's mit euch allen auf, irgendwie. Ich will nicht. Soll ich mich hier auch mal umgucken? Scheiße. Ey, okay, das Haus sieht natürlich etwas kaputter aus. Das heißt natürlich. Alter, was ist denn hier passiert? Scheiße. Treten? Boah, nee. Das ist wieder ein Schrank. Vielleicht ist da was drin. Alter, nee, oder? Schuld und Sühne. Ja. Krebs und Heilung. Scheiße. Nichts drin. Doch manche Verbrechen kann man nicht bestrafen. Ja, mach aus. Vor allem in Night Springs. Ja, ist. Boah. Verdammten Raben, ey. Schnell weiter. Wir müssten doch jetzt bald mal was finden, oder? Soll ich erstmal nach oben gehen und gucken, was da ist? Ich rechne die ganze Zeit, dass gleich irgendjemand auftaucht und uns versammelt nochmal den Hintern versohlt. Oder uns die Ohren lang zieht. Manuskriptseite, Tatsache. Aber bis jetzt habe ich noch keinen einzigen Schuss fallen gelassen. Das wird sich wahrscheinlich bald ändern. Und Auto. Oh, diese Raben, Mann, die gehören ab. Nee. Und noch eine Manuskriptseite und den Kontrollpunkt haben wir jetzt auch erreicht. Und weiter. Wenigstens ein bisschen Licht. Fühlt man sich denn ein kleines bisschen sicher? Alter. Die Vision hatte mich geschwächt. Ich hasse diese scheiß Visionen. Was? Was ist los? Rusty? Rusty, durchhalten! Ich komme! Bitte helf mir! Was ist denn jetzt los? Hilfe! Wie kann das denn passieren? Ah, da vorne liegt er. Ah, das ist die Hütte, wo wir heute, wo wir so früh da waren. Oh. Scheiße. Mr. Wake?
Oh Mist! Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. Gefunden. Wurde wahr. Es wusste. So dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen. Die Lichter. Im Büro. Ich hab den Schlüssel. Okay, Rusty. Ganz ruhig. Ich bin gleich zurück. Er sieht überhaupt nicht gut aus. Und dann merkst du es auch noch da. Revolver, super. Rusty hatte eine Manuskriptseite gefunden. Sie könnte erklären, was passiert war. Wenigstens einer, der uns jetzt vertraut. Oder glaubt. Ganz ruhig. Gibt's hier noch was? Nein, natürlich nicht. Kriegt man Health Packs oder sowas ähnliches? Das wäre echt nützlich. Kein gutes Gefühl, Freunde. Kein gutes Gefühl. Wo muss ich nachgucken? Lichter anschalten. Muss ich hier irgendwo rein? Nein, hier ist zu. Ja, überall abgeschlossen. Ich habe doch einen Schlüssel. Mann. Kacke. Ich konnte nur für Rusty Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. Das anderes können wir auch nicht machen. Ich meine... Naja. Mach auf. Scheiße. Da liegt wieder eine Seite. Ey, wenn jetzt die Tür aufspringt, dann laufe ich im Dreieck. Wollte schon sagen. Mist. Oder ist es gleich hier? Nein, die Tür ist abgeschlossen. Scheiße. Da liegt was. Super. Batterien. Ah, Gott sei Dank. Munition und Batterien. Ich kam zu spät. Jemand hatte den Hauptschalter demoliert. Ich hasse Äxte in Alan Wake. Mann. Was ist jetzt los? Rusty! Rusty, bleib cool. Wir kommen. Rusty! Auf dem Boden waren Öllachen, die wie flüssige Dunkelheit aussahen. Fuck, was war das? Anscheinend dürfen wir da nicht über die Lachen laufen. Scheiße, okay Leute, jetzt geht's los. Was ist das? Verdammte Scheiße. Wo ist Rusty? Er ist weg. Irgendetwas hatte ein gigantisches Loch in die Mauer gehabt. Alter! Kannst doch übertreiben. Boah. Und Max ist auch weg, der Hund. Der hieß doch Max, oder? Doch, der hieß Max. Bitte nicht die Tiere. Nein, verdammt. Rusty, nicht du auch. Scheiße. Das Angeln ist unbesucht. Scheiße. Sie eine Angel-Lizenz für Nein, nicht du, Rusty. Der war eigentlich ganz sympathisch. Wow, wo ist er? Wo ist er? Alter. Der rennt viel zu schnell. Wo will er denn überhaupt? Jetzt haben wir ihn. Komm her. Sind wir noch nicht befreit von der Dunkelheit? Mann, ich verbrauche hier meine ganze Batterie. Das ist Kacke. Das gilt auch für Steine, die sie am Fluss finden. Und dafür Yeah. Ach, jetzt ist es. Scheiße. Oh, die Munition ist alle. Na klar. Musste natürlich mir passieren. Scheiße. Nur noch 19 Patronen. Yeah. Da vorne liegt, glaube ich, Munition. Ja, da blinkt was. Nein, da kommen noch mehr. Kacke.
Bleibt schön weg von mir. Na komm her. Komm her. Haha, nicht getroffen. Yeah. Ich hab's drauf. Okay. Dann nehmen wir uns hier noch Munition mit. Wir machen es einfach voll. Okay, Gegenstandlimit erreicht. Leute, Leute, Leute. Ey, das war eine schwere Geburt. Aber es ging einigermaßen, oder? Ich fand schon. Gibt es hier sonst noch was? Nein. Ich glaube, ich mache auch gleich eine Aufnahmepause. Oh, wer schreit denn da? Das klingt wirklich wie so ein quälender Schrei. Und überall diese Lache. Kontrollpunkt erreicht. Okay, Leute, ich mache eine kurze Aufnahmepause und wir sehen uns gleich wieder, wenn es heißt Let's Play Alan Wake. Bis dann. Tschüss.